Hallo und herzlich willkommen bei GamePro Tours. Ich bin Troy McErnst, Ihr Reiseleiter. Viele von Ihnen kennen mich sicherlich noch aus Filmen wie Er hat eine tiefe Stimme, also tritt ihm ins Gesicht oder Rauchst du weniger, dann versteht man dich besser. Alles in Ordnung. Zwei Männer, zwei Joypads und jede Menge Action. Willkommen bei Contra, unserer aktuellen Gesprächsrunde zum Thema Videospiele. Studiogast ist Kai Schmidt, seines Zeichens GamePro-Redakteur und Actionspieler par excellence. Du hast doch hoffentlich nichts gegen meine Socken, Maria? Zugegeben, was Schlafzimmer-Nahkampftaktiken angeht, muss Nathan Zachary noch einiges lernen. Wo wir gerade beim Thema brenzlig sind. Diese beiden Dinos, deren Eltern sich offensichtlich mal mit einem Flugzeug gepaart haben müssen, stellen eine brenzlige Situation dar, wenn nicht sogar eine echte Dino-Krise. Neben einer der längsten Leitern der Videospielgeschichte bietet Skies of Arcadia Legends auch ein wirklich ungewöhnliches Setting. Was dann passiert, zeige ich den Abonnenten unserer ab 18 Version auf der längsten Treppe der Videospielgeschichte. Aber, wie Meister Willi aus der Fernsehserie Die Biene Maya mich gelehrt hat, sollte man eine Blume nie nach der Farbe ihrer Blüte, sondern nach dem Geschmack ihres Honigs beurteilen. Hallo Leute, ihr kennt mich, ich bin kein Freund großer Worte und noch weniger ein Freund tiefschürfender Gedanken. Trotzdem denke ich, dass es an der Zeit ist, mal ein wenig philosophisch zu werden. Wir kennen ja alle das typische Actionspiel-Klischee, laut, strunzdumm und alles andere als anspruchsvoll. Ich denke, es ist nun an der Zeit, eine Lanze für Action-Games zu brechen. Actionspiele können nämlich durchaus geistig stimulieren, denn sie eröffnen einem häufig völlig neue Perspektiven. Ihr wolltet schon immer wissen, wie sich ein Big Mac fühlt, der sich unter euren gierigen Augen auf das Unvermeidliche vorbereitet. Ihr möchtet verstehen, was ein Fruchtzwerg empfindet, der löffelweise eure Speiseröhre herunterschlickert. Dann solltet ihr euch Dino Crisis 3 besorgen, denn in diesem Spiel seid ihr so wertvoll wie ein kleines Steak. In diesem Sinne, herzlich willkommen am falschen Ende der Nahrungskette. Ziel des Spiels ist es, einen Busch in den Rüssel des bereitstehenden Mammuts zu befördern. Hier versuche ich gerade von einer brennenden Ölbohrplattform zu entkommen. Damit das klappt, muss ich auf dieses kugelförmige Ding schlagen, was ich hier auch versuche. Ich weiß, ihr denkt jetzt, hey, der Henry ist ja ein ganz schöner Joypad-Legastheniker, aber ihr liegt falsch. Das Autolock lässt mich automatisch in die Nähe des nächsten Feindes schlagen, ob ich will oder nicht. Die Aufmerksamkeit einer solchen Schönheit erregt man auf dem Dinosaurierplaneten nach folgendem Grundsatz. Erstmal auf den Popo hauen und dann in den Rachen schauen. Ganz nach dem Motto, besser mal warten, als immer wieder von vorne starten, solltet ihr auf euer Timing achten. Willkommen im Videospieltal der Tränen. Willkommen bei Devil May Cry 2. Wir kämpfen gegen die gefürchteten, infizierten Panzer. Ambitionierte Spieler können nun herumhopsen wie die Irren, um das Ganze irgendwie gut aussehen zu lassen. Faule Menschen wie ich stellen sich lieber einfach daneben, laschen mit dem Schwert 5000 Mal auf das arme Teil ein, bis es schließlich den Geist aufgibt. Haven kann Sachen einsammeln, rumhopsen, mit seinem Jojo spielen und ein Schutzschild benutzen. Er kann sich sogar unter dem Schutzschild verstecken. Darauf haben Fans lange warten müssen, aber nun ist es endlich soweit. Willkommen zu Soul Reaver 3 Return of the Blue Soul Sucker. Ach nee, Moment. Entschuldigung, eigentlich müsste es heißen Willkommen bei Rygar the Legendary Adventure, aber hier seht ihr mal, was passiert, wenn die Programmierer ihre Geschöpfe zu lange unbeobachtet lassen. Sie treiben sich dann einfach in anderen Videospielen rum. Der rote Rüpel, der sich gerade hinter seinem Schild verschanzt und gleich derbe die Hucke voll bekommt. Autsch. Mein Tipp, wer schon immer richtig baggern wollte, sollte nach Power Shuffle Ausschau halten. Gegen den herumschnauzenden Vorarbeiter ist selbst der härteste Steel Battalion Gegner eine Lusche. Trotz seines miefigen Zellengenossen muss sich Snake keine Sorgen machen, denn wie jeder gute Amerikaner hat auch unser Schleichexperte immer eine Flasche Ketchup in der Tasche. Dagegen ist MacGyver doch eine Lusche, oder? Als cooler Actionheld und MacGyver-Fan hat Rygar natürlich für jede Situation das passende Werkzeug parat. Wer keine Lust auf Körperkontakt oder innige Umarmung zwischen Männern hat, kann natürlich auch zur Waffe greifen. So, der gute Dieter checkt jetzt mal die Lage. Achtet mal darauf, wie er reagiert, sobald die Granate die Treppe runtergepoltert kommt. Granate! Nicht dumm, der Dieter.
Hier sieht man nochmal schön, wie das mit dem Ballern funktioniert. A-Knopf gedrückt halten, loslassen, zack, Treffer und schon fliegen die Texturen durch die Gegend. Als bekennender Louis Trenker-Fan und Ex-Mitglied der niedersächsischen Gebirgsmarine habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, SSX3 ausgiebig anzutesten. Kleines Ratespiel, was ist das? Es ist groß, es stinkt und wenn man sich die Nase putzt, hat man was Schwarzes im Taschentuch. Ja, ganz richtig. London. Hallo Leute, wisst ihr eigentlich, was eine Hassliebe ist? Falls nicht, lässt sich dieser Ausdruck am besten mit meiner Leidenschaft für Stork-Schokoriesen erklären. Ich stehe total auf den Geschmack dieser mit kräftiger Schokolade überzogenen Plombenzieher. Was mich an den Teilen stört, ist, dass ich nach dem Genuss immer kleine Schokofitzel zwischen den Zähnen hängen habe. Trotzdem ziehe ich mir die Teile immer wieder rein. Warum ich euch das erzähle? Weil ich zu Ninja Gaiden ein ganz ähnliches Verhältnis aufgebaut habe. Ich stehe drauf, weil es unheimlich viel Spaß macht, knackige Rätsel und coole Kämpfe bietet. Auf der anderen Seite hasse ich es wegen der miesen Kameraführung und dem beinahe unmenschlichen Schwierigkeitsgrad. Bevor die zapplige Action losgeht, müsst ihr erstmal drei Fotos von euch machen. Ein nettes Foto, ein trauriges Foto und ein dummes Foto. Das mit dem traurig gucken hat bei mir nicht funktioniert, das dumm gucken hat dafür umso besser geklappt. Die iToy-Entwickler wollten uns eigentlich nicht verraten, wo die Grundidee für dieses tolle Spielzeug herkommt, aber wir haben es dann im Flughafen Heathrow rausgefunden. Seht euch das mal an. Hallo liebe Tarnanzugfreunde, die friedliche Jahreszeit ist vorbei, der Weihnachtsbaum verrottet im Straßengraben, kurz gesagt, es wird mal wieder Zeit für etwas Action. Hallo Freunde der geruchsfreien Unterhaltung, herzlich willkommen in der Kanalisation von Paris. Al Bundy hat einmal gesagt, es ist falsch, Franzose zu sein. Ob das generell zutrifft, sei dahingestellt. In Bezug auf Onimusha 3 hat der Schuhverkäufer allerdings recht. Snake kriecht hier also nicht herum, weil ich das untere Ende seines Rückens sexy finde, sondern um Lärm zu vermeiden. Hallo liebe Kellerkinder. Nein, das hier sind keine IKEA-Möbel im Drogenrausch und das ist auch keine Mittelalter-Variante des verrückten Möbelhauses aus Schweden. Hallo liebe Boxershort-Fraktion, herzlich willkommen zu Maximo vs. Army of Sin. Achtung, Ruckeltest! Nee, läuft sauber. Hey, wisst ihr was? Im Dschungel ist das Gras nicht nur grüner, nein, es bewegt sich auch. Zum Abschluss zeige ich euch hier noch ein paar Szenen aus meinem neuen Film Halfpipe Henry, gut geguckt, ist halb gefrühstückt. So, das war's auch mit unseren Abenteuern im Barbiland. Denkt mal daran, wie viel Arbeit in einer Wurst steckt, wenn ihr das nächste Mal in eine Beefy beißt. Dieses dreckige Lachen. Sorry, Mann. Okay.